Was wir seit dem 7. Oktober sehen, ist Judenhass auf einem in Deutschland seit Jahrzehnten nicht mehr dagewesenen Niveau. In meinem Austausch mit Jüdinnen und Juden der vergangenen Wochen ziehen sich zwei Schlagworte wie rote Fäden durch die Gespräche: der Unglaube und die Angst. Die Bundesregierung hat in enger Absprache mit den Ländern die Sicherheitsmaßnahmen für jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland erhöht. Das ist auch nötig. Seit dem 7. Oktober hat das Bundeskriminalamt mindestens 2000 Straftaten im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt gezählt, viele davon bei vermeintlich pro-palästinensischen, in Wahrheit aber meistens anti-israelischen Demonstrationen gezählt.